Guten Tag. Vielen Dank für die Briefe, vielen Dank für die Kommentare bei YouTube und überall. Danke, danke, danke. Manche Sachen werde ich natürlich sofort beantworten. Es ist so, Widder, wenn das Hemd aus der Reinigung kommt und der Fleck am Kragen immer noch da ist, kommt es zu einem schrecklichen Krieg zwischen Wäschereifirma und dem Widder. Und wenn Widder irgendwo im Restaurant ist und das Steak durchgebraten ist oder Pommes zu weich sind, mein Gott, wird es wieder zum Krieg kommen. Er gibt das alles zurück. Es gibt einen Aufwand. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also kleine Anlässe führen zu gewaltigen Explosionen. Das ist so beim Widder. Wie gesagt, andere Leute sagen zu mir: Wow, siehst du toll aus und alles super. Aber Widder sieht, dass ich hier Hosenträger habe in Farbe Blau. Und der Widder sagt: Naja, so toll ist das alles nicht, denn diese blauen Hosenträger passen nicht zu dem gesamten Outfit. Das ist wieder typisch beim Widder. Und wie ich gesagt habe, Vater kam und die beste Freundin von dem Widder hat die zum Essen eingeladen um 20 Uhr. Mein Gott, die ganze Welt geht zum Essen um 20 Uhr. Aber diese Widderfrau hat gesagt, nein, ich esse nur bis 18, ich komme nicht. Wieder typisch Widder. Und diese Kleinigkeiten, die führen zu schrecklichen Kriegen zwischen anderen Menschen und dem Widder. Wie gesagt, wenn man so eine Platte da bestellt, zum Beispiel wie hier, und da gibt es ein kleines Fleckchen oder Loch, was auch immer, mein Gott, das kann man doch alles akzeptieren. Andere Leute würden sich eine Decke kaufen und das bedecken. Andere Leute würden da etwas draufkleben. Andere Sternzeichen würden einfach Swarovski-Diamant bestellen und sich da draufkleben. Man würde das nicht sehen. Das würde sogar toll aussehen. Aber Widder nicht. Widder gibt die Platte zurück, weil diese Kleinigkeiten sind nur Symptome für große Sachen. Deswegen, wie gesagt, Gummipommes stehen für die niedrigen Löhne und für schlechte Beschäftigungspolitik. Und dafür ist die Regierung zuständig. Dieser Fleck am Kragen für die Ausbeutung der Menschen. Es sieht das alles von diesen kleinen Anlässen. Es sieht das alles in großen, schrecklichen Symptomen und Zügen. Und deswegen ist das so verwirrend für uns, weil Widder normalerweise ist ein sehr großzügiger Mensch. Er hat Portemonnaie voller Geld, er wird dich einladen, alles ist super. Ist auch sehr großzügig sonst. Alles ist okay, nur diese kleinen Symbole führen zu diesen gewaltigen Explosionen bei dem Widder. Sonst ist er sehr großzügig, hatte Visionen auf jeden Fall. Aber diese Kleinigkeiten führen zu Weißglut und zu schrecklichen Kriegen bei dem Widder. Ich würde den Widder empfehlen, mein Gott, vergiss das alles. Mach dir nichts draus. Nimm es leicht. Das ist besser. Denn auf der Welt gibt es noch andere Menschen, die wichtig sind. Aber der Widder muss diese großen Visionen für sich vielleicht reinstecken und aufsparen und sich mit anderen Menschen beschäftigen. Und das wäre auf jeden Fall besser für ihn, denn diese großen Enttäuschungen, die er immer empfängt von anderen Menschen, die sollen nicht so wichtig für ihn sein. Und es gibt noch ein anderes Leben auf jeden Fall. Und
Der Widder, der erwartet, dass alles perfekt sein soll. Dieser Widder soll das alles vergessen, denn alles wird nicht sofort erledigt und einwandfrei erledigt sein. So ist das Leben nicht. Ich habe hier auch Handwerker zu Hause. Es sollte innerhalb von 5 Tagen alles erledigt sein. Es ist heute schon die 4. Woche. Ich habe immer noch eine Kernsanierung und schreckliche Baustelle. So ist das im Leben. Sie haben noch andere Stellen entdeckt, die feucht sind. Ja, ich muss so leben. Aber der Widder würde in dieser Situation einfach ausflippen, weil er will, dass alles sofort erledigt ist und perfekt und einwandfrei. Deswegen, man muss das Leben ein bisschen leichter nehmen, oder? Das ist mein Ratschlag für die Widder-Menschen. Aber für heute ist die Zeit um.